Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lesenswert-Quartett hier aus dem Palais Biron in Baden-Baden. Zu unserem Quartett gehören Insa Wilke, freie Kritikerin, früher Leiterin des Kölner Literaturhauses, seit vielen Jahren Mitstreiter im Lesenswert-Quartett Itschoma Mangold, Leiter des Literaturteils der Wochenzeitschrift Die Zeit. Und einen Gast darf ich vorstellen, auf den ich mich heute Abend ganz besonders freue, Sandra Kegel von der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen. Dankeschön. Im Grunde liegen jetzt alle Karten der literarischen Saison Herbst 2017 auf dem Tisch. Zeit also für eine Bilanz über das, ja, fast schon hinter uns liegende Literaturjahr. Sandra Kegel, war das in Ihren Augen ein gutes Jahr, ein schwaches Jahr, ein mittleres Jahr? Wir haben ja heute eine ganz tolle Auswahl von Büchern. Das, von daher ist es ein gutes Jahr, ein literarisch starkes Jahr. Insa Wilke, Ihre Perspektive darauf? Ja, ich finde aber, dass es selten der Fall ist, dass man sagen kann, es ist jetzt wirklich ein schwaches Jahr. Irgendwie, ich mache jedes Jahr Entdeckungen und ich finde, in diesem Jahr gab es tolle Debüts. Ich finde auch, die deutschsprachige Literatur war in diesem Jahr ganz stark. Und es war auch die Diskussion um Titel aus dem Ausland. Also wir haben ja hier über Arundhati Roy zum Beispiel gesprochen. Also es gab sehr viel Titel, auch über die man viel diskutiert hat. Das ist vielleicht nicht immer so. Ich fand es einen entspannten Herbst. Das war jetzt nicht so, als Redakteur denkt man auch immer so, wie viel Platz hat man und wie viele Bücher sind wichtig. Mhm. Und manchmal kommt man mit dem Platz überhaupt nicht hin, um die Bücher, die da alle reinpressen, die unterzubringen, die wahrzunehmen und sie zu würdigen. Und in diesem Herbst hatte ich jetzt nicht so die Platzprobleme. Vielleicht werden Sie älter. Das könnte sein. Ah, Selektionsmechanismus. Ja. Aber die Begeisterung allein über die französische Literatur in diesem Herbst, ja, die ja seit einigen Jahren so wahnsinnig interessant geworden ist. Und es ist eine ganz interessante Literatur, die wir von dort... Bauen Sie eine ideale Brücke, denn damit kommen wir schon zu unserem ersten Roman, über den wir sprechen wollen, zu John Le Carré. Oh, das ist aber eine Brücke über die Bretagne. Ein Roman, der in der Bretagne beginnt und in unserem Sendegebiet in Freiburg endet, was ja schon mal gar keine schlechte Form ist. Sandra Kegel, stellen Sie das Buch Das Vermächtnis der Spione, einen neuen Roman um George Smiley von John Le Carré. Von John Le Carré, dem Großmeister des Spionageromans, der zahlreiche Figuren geschaffen hat, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Sie haben sogar schon Wikipedia-Einträge. Das ist auch nicht jeder literarischen Figur vergönnt. Anlass für die Erzählung ist eine Geheimdienstoperation Anfang der 60er Jahre in Berlin. Wir kennen den Fall aus dem berühmten Roman Der Spion, der aus der Kälte kam. Damals sind zwei englische Staatsbürger an der Berliner Mauer erschossen worden. Und die Frage, die über allem immer hing, war die, ob die englische Seite den Tod dieser beiden Menschen in Kauf genommen hat. Und das ist die Frage, die auch diesen Roman, Das Vermächtnis der Spione, beschäftigt. Denn die Kinder der damals Getöteten sind aufgetaucht. Sie fordern Rechenschaft darüber, was mit ihren Eltern passiert ist. Ein Vater, eine Mutter. Sie wollen Geld, es geht um Entschädigungszahlungen. Es geht aber vor allem um einen Untersuchungsausschuss, der auf jeden Fall verhindert werden soll. Der Geheimdienst arbeitet nach dem Motto, wenn wir die Wahrheit erstmal wissen, dann wissen wir auch, wie wir die Wahrheit zu manipulieren haben. Und jetzt kommt die Bretagne ins Spiel. Es wird ein alter Spion aus dem Ruhestand, eben aus der Bretagne, nach London beordert. Und der muss jetzt Auskunft geben, was damals geschah. Das weiß er selber auch nicht. Er war auch damals nur eine Figur am Rande. Das heißt, wir haben es jetzt hier mit einem Entschlüsselungsspezialisten zu tun, der seinerseits auf verschlüsseltes Material trifft. Denn die Akten, die man ihm vorlegt, sind damals heftigst frisiert worden. Also wir haben die Figur des lesenden Spions, die mir einmal sehr gut gefällt. Lesen und spionieren, das ist eine sehr schöne Engführung. Und wir haben diese Doppelbewegung, dass da einer lesend versucht herauszufinden, was geschah damals. Dieses Wissen aber auf keinen Fall den Leuten, die ihn befragen, weitergeben, preisgeben will. Es gibt einige Ungereimtheiten in diesem Roman. Sie haben es sicherlich alle auch bemerkt. Das englische Lektorat hat sich da offenbar an John Le Carré die Zähne ausgebissen. So zumindest habe ich es mir erzählen lassen. Das muss man in Kauf nehmen, aber man wird reich belohnt mit einem tollen Roman.
einem sehr modern erzählten Roman mit einem erinnernden Ich, das sehr gegenwärtig ist, gleichzeitig Vergangenes beschwört, die Mythologie der Spione beschwört. Und ich dachte, darüber könnte man heute Abend sehr gut diskutieren. Insa Wilke, sind Sie reich belohnt worden bei John Le Carré? Ja, aber auf den zweiten Blick. Also ich hatte eigentlich mit einem Page-Turner gerechnet und den habe ich nicht bekommen. Also ich fand, teilweise waren das sehr langatmige Rückblenden, mit denen man da zu tun hatte. Und ich dachte die ganze Zeit, wieso ist denn das nicht spannend? Und dann habe ich ein bisschen einen anderen Zugang gefunden. Ich habe das Buch dann nämlich, glaube ich, verstanden als ein Requiem eigentlich. Also nach dem Tod Gottes, nach der Abschaffung der Könige, nach dem Niedergang der Stars und Diven in Hollywood wird jetzt auch die letzte Sphäre der Unantastbarkeit niedergerungen, nämlich die der Geheimdienste. Und wodurch? Durch Demokratisierung und völlig überflüssige Transparenz. Eben die beiden Kinder, die auf einmal da den Geheimdienst unter Druck setzen können. Oder die beiden Erwachsenen dann. Mhm. Und das fand ich dann wieder interessant, weil John le Carré ja immer als einer gilt, der den Geheimdienst als Metapher begreift und als eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu erzählen. Das heißt, dieses Buch ist eines, das von einer Zeitenwende erzählt und von der Melancholie eines alten Mannes, der sagt, oder so hat es John le Carré mal in einem Interview gesagt, wir haben die Kenntnisse und das Können, aber nicht mehr die Macht. Und davon erzählt dieses Buch. Wir müssen mal nachdenken, ob Insa Wilke und ich wirklich die Idealbesetzung in diesem Quartett sind, weil wir immer dieses Ähnliche zum ähnlichen Urteil kommen. Das könnte für die Zuschauer langweilig sein. Absolut, so war es mir auch. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen, weil ich John le Carré irgendwie mit 16, 17 das erste Mal gelesen hatte. Und schon damals interessiere ich mich nicht eigentlich für Spionage-Thriller, aber ich interessiere mich für bestimmte Interiors, für bestimmte Verhaltensweisen, für bestimmte Redeformen. Und John le Carré führt einen auch ein in diese ganze Oxford-Welt, denn diese ganzen Spione kommen ja alle von, er war ja selber in Eton, jetzt Privatschule Lehrer und hat natürlich in Oxford studiert und in Cambridge noch mehr, glaube ich, als in Oxford, rekrutierte der Secret Service seine Mitarbeiter. Und das prägt die in ihrem ganzen Verhalten so stark. Leider eben auch der Moskauer Geheimdienst, die berühmten Cambridge 7. Ja, absolut, absolut. Und jetzt also nach wieder zurückzukehren, Sie haben das schon angedeutet, es bezieht sich nochmal zurück auf den Spion, der aus der Kälte kam. Da denkt man sich, naja, in dem fortgeschrittenen Alter schreibt der Jean le Carré wieder einen Roman. Da wird er so eine Altersroutine haben, greift auf alte Motive zurück. Aber er macht es dann doch sehr raffiniert. Und da berühren sich, glaube ich, unsere Beobachtungen, weil er sich dessen so sehr bewusst ist. Und dieses Moment der Historisierung seines eigenen Gegenstandes einfach gleich mit zu der Geschichte macht. Und aber sie auch damit an die Gegenwart anbindet. Also was hier angesprochen worden ist, gibt es einen tollen Satz, nämlich diese Kinder, eine Tochter, einen Sohn der britischen Opfer, die versuchen jetzt über die Gerichte zu gehen, um Transparenz zu schaffen und natürlich auch irgendwie Entschädigung zu bekommen. Und dann sagt der junge Geheimdienstmitarbeiter so verächtlich, historische Schuldzuweisungen sind der neueste Megatrend. Und das ist nun wirklich unser Jahrzehnt getroffen, wo alle historischen Verbrechen versucht werden, wie kann man sie nochmal aufrechnen, wie kann man sie auf die Höhe der Moral der Gegenwart bringen. Aber das Ganze ist eben verknüpft mit so einer, sie nannten das eine Melancholie. Schon wenn der in der Bretagne lebt, der Peter oder Pete genannt, wenn der zurückgeordert wird nach London, dann kommt er zu seinem alten Geheimdienst, den man früher den Circus nannte, weil er neben dem Cambridge Circus lokalisiert war. Und der ist aber längst umgezogen in ein protziges neues Gebäude an der Themse. Und da kann er nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es den ganzen Charme von früher nicht mehr hat. Und dann fängt er an, diese alte 60er Jahre Welt der Geheimdienste zu entfalten, wo man denkt, ja, da konnte man als Gentleman noch ein echter Agent sein und diese Welt ist vorbei. Und diese Nostalgie, aber die er betreibt. Aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja gerade nicht, dass auch damals schon diese Agentenwelt von John le Carré eben nicht nostalgisch und eben nicht wie eine James-Bond-Welt geschildert wurde, sondern das sind ganz düstere Welten, die er erzählt. Das sind Anti-Helden, das sind zerrissene Figuren. Und ja, aber von den sozialen Umgangsformen, von der Art, wie miteinander umgegangen wurde, wie man miteinander sprach. Ich glaube, da setzt die Wehmut von Peter an.
Ich glaube, die Wehmut, wenn, bezieht sich darauf, da haben Sie das Stichwort des Abschiedes genannt, warum schreibt er diesen Roman heute? Weil es ein Abschied auch auf ein Genre ist. Also nicht die Agentenwelt, an solche wird verabschiedet, weil wir haben natürlich heute genauso Geheimdienste, aber die arbeiten nicht mehr, wie es hier geschildert wird. Deswegen gibt es ja einen Raum, den wir betreten. Es ist ein magischer Raum eigentlich, der konserviert ist aus den 60er Jahren, in denen nochmal die Elemente, die damals eine Rolle spielten, Fahrrad, also analoge Gegenstände, Fahrrad, Schreibmaschine, die werden dann noch eine Landkarte mit Pfeilen beschworen. Und da gewinnt er doch enormes Potenzial, denn unser alternder Held, der alternde Spion, der wird ja konfrontiert mit den Methoden der Gegenwart. Und das sind natürlich die Methoden, da ist eben auch schon zwei, dreimal McKinsey durchgewandert. Das ist eine Gesellschaft, die sich vor Gericht begegnet, die jede Handlung überprüft auf eventuelle Auswirkungen, eventuelle Schadensersatzklagen. Aber mich hat an diesem Roman offen gestanden ganz eigentümlich bewegt, wie sehr der mir an die Nieren gegangen ist. Wie sehr es schon Le Carré, und ich hatte auch eine Erwartung, das wird jetzt eher ein nostalgisches Vergnügen, aber wie sehr er nochmal, indem er das Terrain von der Spion, der aus der Kälte kam, neu betritt, wie sehr er mir vor Augen hielt, was wir alle kollektiv vergessen haben, nämlich dass unser Leben bis 1989, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist und in Ostdeutschland, von dem jederzeit möglichen Atomtod bedroht war. Und wie sehr, was immer wir für unser jetziges postheroisches Zeitalter nun ausrufen können, wie sehr diese Gefahr, die damals so real war, wie sehr die doch von uns abgefallen ist. Und natürlich besteht immer noch die Chance einer Atomkraftexplosion oder irgendwie sonst was. Aber es ist was völlig anderes, als in den Zeiten des Kalten Krieges zu leben, wo man weiß, die SS-20 dauert 4 Minuten 30. Und das kann jetzt oder morgen oder in der nächsten Stunde geschehen. Und in diese Welt noch mal einzutauchen, und nochmal Revue passieren zu lassen, wie es Smiley tun. Worum ging es uns denn eigentlich? Und da muss ich schon an den letzten Monolog von George Smiley erinnern, der sagt, ich habe nicht für Freiheit gekämpft, ich habe nicht für den Kapitalismus gekämpft, ich habe für Europa gekämpft. Da dachte ich aber, Le Carré mit 86, Chapeau. Ja, das ist jetzt aber John Le Carrés politisches Statement, was er da ihm in den Mund legt. Entschuldigung, es ist George Smileys politisches Statement. Aber was mich an der Stelle eher interessiert hat, war dieses Bekenntnis, ich glaube, man sollte es den Zuschauern nicht verraten, aber das Bekenntnis von George Smiley, was den damaligen Fall angeht, das ist ja bitterste. Also das ist schlimmer, kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. Oder soll man es doch verraten? Lassen Sie mich raten, gehen Geheimdienste über Leichen? Yes, they do. Könnte es sein, dass es so wie dem deutschen Finanzamt gar nicht unser persönliches Wohl, denen an den Herzen liegt, sondern nur unser Geld? Ja. Oder in dem Sinne so. Ihre Macht? Es ist so. Aber dann lassen Sie mich es von der anderen Seite nochmal versuchen. Das Vermächtnis bezieht sich natürlich auf die Welt dieser Agenten, aber es, glaube ich, hat noch eine andere Bedeutung, nämlich die Kinder. Die Kinder, von denen Frau Wilke eben vorhin schon gesprochen hat, die längst erwachsen sind und immer noch dieses Trauma ihrer Kindheit mit sich herumschleppen. Beider Leben ist ja nun wirklich alles andere als glücklich verlaufen. Und dieser Verrat und diese Vernachlässigung und dieser Betrug, den sie als Kinder erfahren haben, übrigens etwas, was John Le Carré aus seiner eigenen Geschichte ja mitgebracht hat. Er selbst. Vater war Hochstapler. Hochstapler, notorischer Lügner, gleichzeitig eine ganz wichtige Figur für diesen Autor. Die Mutter hat die Familie verlassen, als er 5 war. Und wie diese Figuren da kämpfen um eine Rehabilitierung. Aber wir sehen sie vor allem als leidende Figuren. Und das hat mich wirklich mitgenommen. Eine andere Sache, über die wir vielleicht noch reden könnten, ist nochmal das Literarische. Und zwar, was ich tatsächlich sehr gelungen fand an diesem Roman, sind die Dialoge, insbesondere zwischen diesem neuen Geheimdienstmann, der auch noch Bunny heißt, und eben dem altgedienten Schergen da des Geheimdienstes. Und diese Dialoge sind ja so toll, weil beide Seiten nicht wissen, was die andere weiß und wir als Leser noch mal weniger. Das heißt, es geht die ganze Zeit eigentlich um nichts und das ist ein einziges Taktieren. Und das spiegelt sich dann wieder in den Akten, die er da bearbeitet, wo ich finde, er verschenkt ein bisschen was, Jean Le Carré, weil er aus der Sprache der Geheimdienste nicht so viel macht. Das ist eigentlich eine Sprache, wie sie auch in den anderen Teilen des Romans zu finden ist. Aber natürlich dieses Doppelte, was Sie schon erwähnt haben, dass wir wissen, wir haben es mit frisierten Akten zu tun. Das heißt, da ist wieder diese doppelte Leserperspektive. Und das
ist das Literarische, was an diesem Buch spannend ist, jenseits dieser gesellschaftlichen Fragen, der Fragen der Zugehörigkeit auch. Also das Wir spielt ja auch eine große Rolle, die Institutionen, die keine Familie mehr sind. Also, der neue John le Carré, übersetzt von Peter Thorberg, liegt im Ullstein Verlag vor, Das Vermächtnis der Spione. Und damit zu einer anderen großen Brückenbauerin, einer Brückenbauerin zwischen der US-amerikanischen und der deutschen Literatur, damit zu Iron Dishy und ihrem neuen Roman Schwarz und Weiß. Das ist die Geschichte, tja, einer Amour Fou, einer Ehe zwischen der Tochter eines New Yorker glamourösen intellektuellen Paares, er Komponist, sie Essayistin, die sich knallauffall in einen schwarzen GI in Afrika, in Kenia, lernen die sich kennen, verliebt. Und die, diese Ehe, er ist also wirklich ein simpler Tor, kann man sagen, von jeder Bildung unbelegte diese Ehe in New York vollziehen. Und in dem Zeitalter des Radical Chic, wie es Tom Wolfe mal so in einem wunderbaren Essay über eine Cocktailparty bei Leonard Bernstein nannte, da ist er der Schwarze in New York, der Shootingstar, und er entwickelt sich zum Weinkenner. Und Schwarz und Weiß ist nicht nur ein Roman über die Rassenbeziehungen in den USA, sondern es ist ein wunderbar geistreicher, amüsanter Roman über die Möglichkeit einer Ehe, wo die Frau wirklich böse ist. Das ist eine Beschreibung einer Kernfusion einer Ehe, wo man das mal mit Genuss als Leser erleben darf, was man eigentlich in der Literatur ja nicht darf, nämlich Schwarz-Weiß-Denken zu zelebrieren. In diesem Falle haben wir einen Charakter, der etwa so doppelbödig ist wie Lady Macbeth, der aber auf nahezu 500 Seiten mich jedenfalls bei Iron Dishy glänzend unterhalten hat. Die Lily, in deren Namen nicht umsonst schon Adams erste Frau, die dämonische Lilith, anklingt. Wie ist es Ihnen ergangen, Sandra Kegel? Ja, ich kann Ihre Begeisterung nur streckenweise teilen. Für mich ist das Problem an dem Roman, dass die Autorin sich letztlich nicht entscheidet zwischen der Mikroebene und der Makroebene. Also sie will einerseits die Geschichte... Also es ist panoramatisch, vier Jahrzehnte erlebt. Genau, sie will einerseits die Geschichte dieses Paares erzählen und dann aber das ganz Große. Sie will das Amerikanische vermessen. Und das hat einen Preis, nämlich, dass sie in diesem unendlichen Kulissengeschiebe, diesen vielen Situationen, die wir erzählt bekommen von den 70er Jahren bis in die Gegenwart, die Figuren verloren gehen. Die Figuren haben etwas Schematisches. Jetzt kann man sagen, es ist eine Satire, und Satire darf, muss überzeichnen, und deswegen sind die Figuren auch so flach geraten. Aber dieses Drama, von dem Sie auch eben gesprochen haben, in dieser Ehe, das ficht mich nicht an. Diese Figuren lassen mich kalt, und ich glaube, weil sie vor allem funktional eingesetzt werden. Diese beiden Figuren werden wie auf einem Schachbrett hin und her bewegt, um möglichst viele Milieus und Situationen und Konstellationen anzuspielen. Und darüber werden sie nicht, also sie werden nicht plausibel. Darf ich eine Verständnisfrage stellen? Moment. Viel zu freundlich gesagt. Die Frau Lilly wird ein international gefeiertes Model, entwickelt eine große Sucht, eine Drogensucht, und zeigt immer mehr ihre Charakterschwächen bis hin zur Tierquälerei. Es gibt eine Beschreibung des Mordes an einer Katze. Hat sie diese detaillierte Beschreibung, wie ein Kater mit dem Kopf gegen ein Bücherregal geknallt wird, wirklich kalt gelassen? Das hat mich tatsächlich kalt gelassen, weil sie ja überhaupt keine Fallhöhe hat. Sie ist ja die Böse. Das kann ich nicht behaupten, weil sie innerhalb, die lieben sich ja wirklich. Mich hat das emotional sehr berührt. Wie Herr Schick, Sie sind auf einsamem Posten. Es tut mir leid. Ich wäre Ihnen gern zur Seite gesprungen, aber ich kann es nicht. Ich fand die Lektüre wahnsinnig quälend und finde das Buch tatsächlich auf allen Ebenen gescheitert. Ärgerlich, ja. Also vielleicht sage ich mal das, was mich am meisten geärgert hat. Sie hat einen großartigen Stoff, den sie am Anfang sehr simpel benennt. Lilly trifft Duke, Duke trifft Lilly. Eine weiße Frau liebt einen schwarzen Mann und andersrum. Das ist explosiv. Und sie macht nichts daraus.
Was? Nein, sie machen Sie erzählen daraus. Einen sie unglaublich unterhaltsamen, mit bösem Auge Nein. beschriebenen Gesellschaftsroman auf 500 Seiten. Was heißt, sie macht nichts draus? Nein. Das ist es doch hier. Sie macht eine billige Satire. Allein die Satire auf das New Yorker Milieu ist so billig. Unerträglich. Ja, New York ist in New York. Nein, in New York. Jeder fünfte Roman spielt in der New Yorker Gesellschaft und jeder vierte davon ist tausendmal raffinierter und subtiler in der Beschreibung dessen, was soziologisch in der Stadt vorgeht. Ihr fällt ja zu dem gesamten Milieu des weißen New Yorkers nichts anderes ein, als zu sagen, Kultursnobs, genau, Angeber, rennen dem Geld nach und wollen sich von allen anderen als Gebildete absetzen. Schon mal in Manhattan gewesen. Nein. Und selbst wenn die Wirklichkeit manchmal banal ist, dann möchte ich, dass sie in der Literatur besser erzählt wird. Nein, 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 tut mir leid. Und was hat er als Gegenbild? Was hat auf der schwarzen Seite diesen Duke? Ein echter Parsival, ein reiner Thor, der ohne jede psychologische Plausibilität zu bestimmten geniehaften Schnellentwicklungen neigt. Er wird in 0, nicht zu einem großen, bedeutenden Weinkenner, der die Kraft der amerikanischen Weine entdeckt. In ebenso schneller Weise kann er plötzlich Ezra Pound lesen, hat aber zwar keine Schule besucht, beeindruckt alle New Yorker Intellektuelle. Das Thema Wein mit diesem Roman versuchen. So, jetzt werden wir sehr philologisch. Realia heißt es im Studium immer, man muss die Bücher auf die Realia überprüfen. Und so wie sie Iron Dische mit der Beschreibung der Gesellschaft umgeht, so geht sie in Wahrheit auch mit der Beschreibung des Weines um. Und da wäre es nun wirklich so einfach, wenn ihre Hauptfigur nun mal ein önologisches Genie sein soll, na, dann kann sie doch den ein oder anderen Bekannten aus ihrer gut verdienten New Yorker Bekanntschaft bitten, mal auf diese Seiten zu schauen, ob das denn Sinn macht, was sie da über die Weine schreibt. Und das macht es nicht. Also was weiß ich, einmal ist über ein Latour die Rede, über das Etikett Latour Cabernet Sauvignon. Erstens mal steht auf keinem französischen Bordeaux je die Rebsorte drauf. Zweitens mal gibt es keinen Bordeaux, der nur aus Cabernet Sauvignon besteht. Da ist immer mindestens noch Merlot dabei. Später geht es mal um sein Verhältnis zu Weißweinen, zu deutschen Weißweinen. Und er mag die nicht, und zwar mit der Begründung, dass die österreichischen Süßweine mit Frostschutzmittel gestreckt sein. Und das sind österreichische, aber hier wird er gefragt nach deutschen. Schon mal, das macht keinen Sinn. Genau, und dann seien die deutschen Weißweine marmeladige Weine. Er beschuldigt marmeladige Weine. Weißweine mit hohem Moskalzug oder Eiche als Würzmittel einzusetzen. An keinen deutschen Weißwein und schon gar nicht in den 80er Jahren kam je ein Barriquefass. Inzwischen haben wir zwar mal den einen oder anderen Weißburgunder oder Sauvignon Blanc, wo tatsächlich auch mal ein Eichenfass im Spiel ist. Das ist aber eher eine neuere Entwicklung. Aber es gibt eine Schilderung, wie ein 1945er Romanée Conti, also ein weißer Burgunder, gehortet wird, wie ein Augenzahn betrachtet und dann endlich als Opfer einer Scheidungsgeschichte. Auch so eine banale Geschichte. Er wird entkorkt und was macht der Sammler? Er gibt ihm einen Penner zu trinken. Ja, ja, aber von der Raffinesse sind die Parabel. Ja, Entschuldigung, ich fand das sehr unterhaltsam und sehr raffiniert. Ja, aber das darf mal, man mir hier nicht so kleinreden. Das ist eine geistreiche, eine intelligente Frau. Nein, das und ihr wird schon an diesem Tisch. An diesem Tisch wurden sehr schon tote Papageien zu zoologischen Stars erklärt. Sie haben während man hier etwas Lebendiges für tot erklären will. Als Ärzte hätte ich kein Vertrauen zu Ihnen. Dann erklären Sie doch mal bitte, warum das so gemacht ist, wie es gemacht wird. Also der Roman hat zwei Teile. Es erzählt wird aus der Perspektive einer Mutter, der Mutter von Duke, die auch noch aus Deutschland kommen. 1935 in Berlin geboren. Dann stark nazihafte Prägung. Also sei das jetzt, ach so, Gott, ein Roman mit einer Frau, die 1935 in Deutschland, muss ja wohl was Gutes sein. Also, wir haben es mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die die Rahmenhandlung erzählt. Die findet dann, nachdem sie eine Bombe in ein Haus geworfen hat und der Garten explodiert, ein Tagebuch von ihrer Schwiegertochter, das wie Wunder aus dem Tresor kommt. Dieses Tagebuch wiederum gibt sie in die Hand, nehme ich an, einer Journalistin, die woraus auch auftaucht, woraus gar nichts gemacht wird. Diese Frau will eigentlich einen Film über Duke und Lily drehen. Dann haben wir diese auktorial erzählte Handlung, könnte sein, dass es von der Journalistin geschrieben ist, die dann aber immer wieder in so ein Plural fällt, die dann immer von wir dürfen jetzt mal hier schauen, wir dürfen jetzt mal da schauen. Also da hält sie die Erzählerstimme überhaupt nicht stringent. Nein, das und ist ein polyperspektivisch erzählter Roman. Aber wo? Nein, sie drückt das, was zu unserem Vergnügen.
Nee, ganz nee, einfach. Das merke ich mir. Ein über 30 Jahre führendes Gesellschaftspanorama Amerikas zu erzählen, das, wie ich finde, detailliertes, nuanciertes, und das dann überraschende Wendungen hat. Und dann bis hin zu dem Inzest, zu der Vergewaltigung. Ja, aber kommen wir mal zu dem zentralen Fokus, den das Buch nimmt. Ist eine Ehe möglich und denkbar, dass sich zwei Menschen wirklich lieben? Nein. Und der eine davon ist abgrundtief. Ja. Dass das Thema gut ist, Entschuldigung, aber dazu muss man doch nicht begabt sein. Muss man nur vorne draufschreiben, schwarz und weiß. Ja, so also heißt ich darf sie aber auf dem Klappentext zitieren, das Thema ist gut. Darauf können wir uns einigen. Dann bin ich ja schon mal sehr, sehr gut. Also nein, wir unterscheiden uns nur in der Diskussion, dass Iron Dish so gut abschneidet. Ja. Sie hat, glaube ich, einfach eine Begabung. Und diese Begabung hat sie dazu verführt, sich als Romancier zu sehen. Nämlich, sie ist ein Schandmaul, oder also im positiven Sinne ein böses Mundwerk. Ja, also. Sie kann wahnsinnig schön boshafte Bemerkungen machen. Und das der Roman 490 Seiten. Schöne boshafte Bemerkungen sind aber wie Pointen einfach so aneinandergereiht. Das kann sie aber in Kurzgeschichten. Also Kurzgeschichten. Nein, das kann sie aber auch in diesem Roman. Also hier werden Menschen reihenweise abgewatscht, und zwar nicht unter Niveau, sondern wir werden enttarnt bei unseren enttarnt, eben nicht. Weil wir keine Schwarz-Weiß-Figuren sind, anders als der Titel. Das Problem ist, dass das Buch auszensierter. Das Buch erzählt am Anfang von den 70er Jahren und es ist leider da stehen geblieben. Also das ist nicht State of the Art, wenn man über Schwarz-Weiß erzählen will, was sie da macht. Ja. Sie erzählt eben doch über Schwarz und Weiß. Aber ich sehe, hier werde ich keine Einigkeit erzielen. Drei Literaturkritiker sagen Ihnen Hände weg, ich aber sage Ihnen, das Teil trägt und ist eine wirklich vergnügliche, unterhaltsame Lektüre. Iron Dish, Schwarz und Weiß, erschien in der deutschen Übersetzung von Elisabeth Blessen, eine großartige Übersetzung, wie ich finde, bei Hoffmann und Campe. Und jetzt geht's weiter mit einem Buch, das uns Itzhomar Mangold vorstellen wird und von dem wir alle schon mal etwas gehört haben. Die Frage, ob wir, Sie stellen auch sonst immer die Frage, und ist es Weltliteratur? Ich bin gespannt, ob es uns gelingt, hier eine kontroverse Diskussion. Das würde mich allerdings Wert, Würde und Qualität Sie haben sich des ältesten Epos der europäischen, der abendländischen Geschichte, nämlich Homers Ilias. Und ich würde gerne statt dieser Diskussionsrunde lieber jetzt einen Vortrag halten, weil man könnte so viel einfach davon erzählen. Nun, wo soll man anfangen? Erstmal ist es sowieso faszinierend, wenn eine Kultur, eine ganze Kultur das erste Mal in einen Werkcharakter annimmt. Plötzlich ist es das erste Werk, das greifbar ist. Es gibt natürlich andere schriftliche, erzählerische Texte, aber nicht aus dem europäischen Kontext. Da ist die Ilias und vermutlich etwas leicht zeitversetzt, etwas später die Odyssee, das erste Dokument. Sie ist natürlich von vielen Mysterien umgeben. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Homer eine reale Figur war, ob es ein und derselbe Sänger war, der sowohl die Ilias als auch die Odyssee. Berühmte homerische Frage. Es erzählt einen mythologischen Stoff, nämlich den Kampf um Troja. Er tut es aber bereits auf sehr literarische Art. Nämlich, er hat diesen Riesenstoff und reduziert ihn auf ein Motiv, auf einen Ausschnitt und erzählt entlang dieses Motives. Deswegen beginnt die Ilias mit dem berühmten ersten Vers, den in unserer Neuübersetzung, über die wir jetzt reden, von Kurt Steinmann, die nun lautet: Singe vom Ingrim, Göttin, des Peleus Sohnes Achilleus. Denn wir haben im 10. Jahr des Kriegs um Troja, der Griechen gegen die Trojaner, die Situation, dass sich Achill von Agamemnon, dem griechischen Heerführer, schlecht behandelt, zurückgesetzt fühlt, weil ihm seine Kriegsbeute, eine Frau von Agamemnon, weggenommen worden ist. Und nun schmollt Achill. Er zieht sich zurück an den Strand, weint bitterlich, klagt zu seiner Mutter, der Meeresgöttin Thetis, welches Unrecht ihm geschehen ist, und bittet die Thetis, sie möge bei Zeus ein gutes Wort für ihn einlegen, damit er in das menschliche Geschehen eingreift und das Kriegslos zugunsten erstmal der Trojaner wendet. Und so kommt es. Die Griechen haben nun eine Niederlage nach der anderen. Und irgendwann kann Agamemnon seinen politischen Kurs nicht mehr aufrechterhalten. Er weiß, er muss jetzt langsam nachgeben. Die Griechen sagen, wir müssen Achill zurückholen in den Krieg, sonst haben wir keine Chance. Und dann kommt es, ich raffe das jetzt gewaltig, dieses Schalten wieder ein, wenn das heißt, wir erzählen die Odyssee nach. Ja. Genau. Und dann kommt es zum berühmten Zweikampf. Hektor ist der große strahlende Held auf der trojanischen Seite, der Sohn des Priamos, Achill auf der griechischen Seite. Und es ist ein Kriegsepos, anders als die Odyssee, die sehr viel mehr von dem listenreichen Odysseus erzählt, wo es um Vernunftfragen viel stärker auch geht, um Zivilisationsfragen. In der Ilias, sie scheint eine etwas archaischere Stufe
der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zu sein, wo es noch sehr um Kraft geht, um Krieg, um Gewalt. Und wie ein Splatter-Movie werden die Kriegsszenen und die Zermetzelungen des jeweiligen Gegners geschildert. Und dieses große Werk hat, ich wiederhole es jetzt nochmal, weil darum geht es, Kurt Steinmann neu übersetzt. Und es gibt natürlich eine lange Tradition von Homer-Übersetzungen und von Ilias-Übersetzungen. Die berühmteste ist, glaube ich, die von aus dem 18. Jahrhundert von Heinrich Voss, bedeutenden Gelehrten und selber Dichter, der sehr viele Wendungen geschaffen hat, die uns heute noch im Ohr sind, die aber natürlich so ein bisschen auf dem Sprachstilstand des 18. Jahrhunderts sind. Ich muss sagen, ich liebe den Voss sehr. Also ich habe den sehr im Ohr und finde es dann manchmal schade, wenn ich ihn nicht wiederfinde. Eine andere berühmte Übersetzung kommt von Herrn Schadewald, großer Gräzist in Tübingen in den 50er Jahren, eine Prosa-Übersetzung der Odyssee und dann in freien Versen die Ilias. Und Steinmann hat sich nun entschieden für eine metrische Übersetzung. Die Ilias ist im Hexameter. Das ist gedichtet. Der springende Punkt. Das ist der spannende Punkt. Ja. Steinmann schafft es, diese an die 15.000 Verse uns in Hexametern zu präsentieren. Ja. Und wie gelungen ist das? Ja, ich muss sagen, also als ich das gelesen habe, war erstmal klar, dass jede Nacherzählung, jede Zusammenfassung, jede Version der Ilias, die nicht diesem Originaltext so nah wie möglich kommt, man eigentlich vergessen kann, wenn man das liest. Ich bin beim Ingrim gestolpert, gleich in der ersten Zeile. Wir kennen es als Zorn und wir kennen es als Groll. Und hier wird der Ingrim verwandt, damit die Verszahl den Hexameter erfüllt. Aber ich muss sagen, ich habe mich von diesen Hexametern begeistern und bezaubern lassen und tragen lassen. Und das ist eine wirkliche Erfahrung, das zu lesen. Ja. Lisa Wilke, welche Erfahrung war es für Sie, die Ilias zu lesen? Erstmal, haben Sie vorher schon mal eine andere Übersetzung gelesen? Ich habe tatsächlich so eine Zusammenfassung und die Raul-Schrott-Übersetzung habe ich gelesen. Und gegen die geht er. Die eher eine Nachdichtung ist. Genau, gegen die geht er sehr an. Das ist ganz lustig, da wiederholt sich im Nachwort so ein bisschen der Kampf um Troja auf der Übersetzerebene. Hat seinen eigenen Reiz. Nein, ich habe mich vor allen Dingen gefragt, wie rede ich denn als Literaturkritikerin und nicht als Althistorikerin über einen Text, der fast 3000 Jahre alt ist? Wie will ich diese Übersetzung beurteilen? Und natürlich ging es mir genauso. Man wird von dieser Musik, man kommt da rein und dann ist es ganz toll, sich das auch laut vorzulesen. Es gibt tolle Formulierungen, auch gerade die Beiworte, die stehenden Beiworte, die wichtig sind als Formprinzip des Epos. Also die Haupthaar umwallten Griechen, die Haarknoten tragenden Thraker. Das ist toll, das ist auch witzig. Oder auch, wenn ich kurz einmal darf, die geflügelten Worte, die sonst immer ein wesentliches Epitheton waren, die reformuliert der Steinmann zu den gefiederten Worten. Aber das ursprüngliche Bild, nämlich dass ein Wort wie ein Pfeil treffen soll, und der Pfeil hat nun mal keine Flügel, sondern Federn, ist durch die gefederten Worte tatsächlich besser getroffen. Ja. Aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, an wen richtet sich denn diese Ausgabe? Die Zusammenfassung, die Prosa-Nacherzählungen im Ohr. Und ich glaube, es ist doch eine Ausgabe, die sich richtet an Leute und Leser, die schon gewisse Vorkenntnisse haben, was die frühe griechische Antike angeht. Man muss doch einiges wissen. Und wenn man etwas weiß, dann kann man die Musikalität dieses Textes genießen. Man kann genießen, wie er die Formprinzipien des Epos umsetzt. Aber für mich finde ich an dieser Ausgabe schade, dass sie den Leserkreis nicht noch etwas öffnet. Und das hätte zum Beispiel nötig gemacht, etwas ausführlichere Nachworte zu schreiben. Das finde ich ist ein Manko dieser Ausgabe, was schade ist. Aber das Nachwort von Jan-Philipp Rehnsmer ist glänzend. Ja, ich finde, es ist glänzend, aber es öffnet Rehnsmer ist sowieso einer der genialsten Literaturessayisten. Aber trotzdem finde ich, dass es nicht genug einführt, dahingehend, was ein Epos ausmacht, warum Nachwort das so hat ja nur so einen ganz kleinen Fokus, nämlich er vergleicht die Odyssee mit der Ilias. Und er sagt, die Odyssee schätzen wir heute, weil wir in der Odyssee das Geburt des Bewusstseins des modernen Menschen in Gestalt von Odysseus sozusagen erleben, während wir es bei der Ilias, zumindest prima vista, eben mit einem Haufen Schlagetods zu Tod haben. Es gibt ja eine berühmte Formulierung, was steht eigentlich in den isländischen Sagas drin? Und ein isländischer Literaturwissenschaftler brachte die mal auf den schönen kurzen Formel, einen Haufen Bauern schlagen einander gegenseitig tot. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Plot-Zusammenfassung von der Ilias. Doch, natürlich. Also das sind splatterhafte, da wird das Handwerk in ihrem eher begriffen gefangene Menschen, die eine geringe selbstreflektive Neigung haben.
Aber das Interessante ist, wie wird das erzählt? Also Sie haben eine geringe Selbstreflexivität, wie Sie sagen, auch Homer schaltet sich ja nur ganz wir wenig ein. Wir kennen das alle aus Redaktionskonferenzen, aber es ist ja nicht die Wirklichkeit. Was passiert? Also ich glaube, es ist mehr als die Hälfte in diesem Epos wird geredet. Die Menschen reden miteinander, sie reden übereinander. Das Ganze nochmal auf der Götterebene, die reden auch übereinander, über sich, miteinander und dann noch über die Menschen. Und das ist der Weg, wie wir als Leser, wie ich zumindest diesen Charakteren auch nahegekommen bin, wie man sie eben, das sind keine einfachen Figuren, das sind Helden oder das sind Kämpfer, die in ihrer ganzen Problematik gezeigt werden. Wir haben immer die Rückseite, also wir haben dieses bestialische Morden und Schlachten, das so weit geht, dass dieser Achill sogar vom Gott, von dem Flussgott aus dem Wasser geworfen wird, weil der Flussgott sich weigert, so viel Leichen noch aufzunehmen. Und Achill, der wie ein Terminator wütet, aber auch sogar mit der psychologischen Komplexität davor, eines Terminators, nämlich mit der Komplexität eines 6-jährigen Kindes. Da darf ich mal einhaken. Meine Mutter ist schuld, wenn sie mir keine Handschuhe einpackt, dass meine Hände erfrieren. Es ist ja ein stumpfer Zorn, ein blinder Zorn. Es ist Zorn des Achilles. Aber der Achill geht ja eine Entwicklung durch. Der Achill, der diesen Zorn entwickelt hat aus einer Kränkung, wie ein kleines Kind? Nein, eben nicht wie ein kleines Kind, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Das ist nämlich das, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, als ich diese Übersetzung gelesen habe. Es geht ja um den Zorn von Achill. Das ist der Anfangspunkt und das Ende ist die Versöhnung, also die Auflösung des Zorns wieder und die Zurückführung in ein harmonischeres Verhältnis. Aber dieser Zorn ist eben nicht der eines gekränkten Kindes, sondern da ist erstaunlicherweise eine sozialkritische Ebene drin, was mir vorher noch nicht jetzt klar war. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Frau Wilke, die sozialkritische Ebene des Zorns des Achilles. Ja, er sagt es an einer Stelle. Er ärgert sich über Agamemnon, weil der seine Macht missbraucht. Das war mir noch nie klar. Dass die Griechen nur für Agamemnon mitgezogen sind. Sie selber hätten da gar nichts gewonnen. Es geht um Menelaos Frau. Die Helena wurde von Paris geraubt und das ist die Frau von Menelaos. Menelaos ist der Bruder von Agamemnon. Das heißt, der Clan Agamemnon, Menelaos hat ein ganz starkes Interesse, nach Troja zu ziehen. Ja, natürlich. Und dieses Motiv wird wiederholt in der Beutesklavin, die Agamemnon das ein sozialkritisches Achill Element ist, das haben auch die anderen Übersetzungen schon transportiert, glaube ich, zurückgehend bis auf Voss. Aber okay, Was ich sagen wollte zu den Nachworten, ich finde das eigentlich, da macht sich der Steinmann viel zu klein, dessen Nachwort nur davon handelt, dass er sich von Schrott absetzt. Ich sehe schon, Sie haben das hier auch liegen, wollen gleich darauf kommen, die alte Frage. Also die Kritisten waren ja wahnsinnig durch diese Übersetzung aus dem Häuschen und haben sich provoziert gefühlt. Und auch Steinmann führt das jetzt nochmal aus, warum das keine Übersetzung ist. Er hätte es Nachdichtung nennen müssen. Hätte er es so getan, dann wäre sicherlich der Streit längst nicht so hoch gegangen, wie er dann bis heute eigentlich geführt wird. Naja, aber es ist doch klar, dass ein 3000 Jahre alter Text, der nicht mehr einem regulären Copyright entspricht, immer wieder neu inszeniert, neu orchestriert werden soll. Deswegen hat das auch eine Berechtigung. Und ich war begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr so großes Lesevergnügen gehabt wie an dieser Übersetzung von Kurt Steinmann. Das ist natürlich ein Meister seines Fachs. Und er bringt mir durch die gebundene Sprache tatsächlich eine Ilias nahe, wie ich sie so noch nicht erleben konnte. Gar keine Frage. Dennoch möchte ich eine Lanze brechen für den Raoul Schrott und die Legitimität seines Verfahrens. Denn ich muss schon sagen, die Ilias, die ich bei Steinmann erlebe, die ist philologisch hochpräzis. Aber sie bleibt für mich schwarz-weiß, während die Ilias bei Homer... Das finden Sie doch so gut. Das ist mein Dischen. Schwarz und weiß, ja. Während hier habe ich wirklich ein Breitleinwandkino im Kopf ablaufen. Und das sind ganz wenige Freiheiten, die er sich dazu nehmen muss. Wenige sind es nicht. Naja gut, über die Summe ist bei jeder homerischen Benachbarung überlegt, das ist einige ein ganz Freiheiten. Es geht von der bitternissigen Göttin von Achilleus, dem Sohn des Peleus, seinem verfluchten Groll, der den Griechen unsägliches Leid brachte und die Seelen zahlloser Krieger hinab in das Haus des Hades sandte. Das liest sich natürlich viel, viel eingängiger und süffiger als die anderen Passagen, die wir gehört haben. Es sind
Man kann das natürlich auch in die Anmerkungen verbannen und sagen, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, dass Apollons Priester Krisis und so weiter war. Dennoch brauche ich die Information, dass eben Apollon der Sohn des Zeus mit der Leto war. Und wenn ich das im Text stehen habe, wie bei Schrott, dann kann ich als moderner Leser dem sehr viel leichter folgen, als wenn ich das mir ergoogeln muss oder in den Anmerkungen finden. Deshalb, ich glaube schon, dass wir im Grunde die beiden Übersetzungen im Doppelpack verkaufen müssten. Das eine ersetzt das andere nicht. Also das ist auch sehr schön, es ist fast ein klassisches Beispiel, wie zwei zeitgenössische Übertragungen beide ihre Berechtigung haben und man sich überhaupt nicht fragen sollte, warum das eine oder das andere ist. Nee, das stimmt. Die haben wirklich beide ihre Daseinsberechtigung. Ich, der ich nicht altgriechisch lesen kann, auch nicht spreche, bin aber dankbar, wenn ich weiß, ich habe eine Übersetzung, die mich der ich vertrauen kann, dass das tatsächlich möglichst nah an die Ursprache herankommt. Da ist nämlich beim Schrott, das ist da nicht gegeben. Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Wenn ich das nur noch ergänze, weil es ist schon ein sehr legitimes Bedürfnis bei der Lektüre eines so alten Textes, dass einen schon sehr interessiert, wie ein Mensch 700 Jahre vor Christi die Geburt, wie der ein poetisches Bild fasst. Und wenn ich dann immer das Gefühl habe, na, vielleicht ist das jetzt eher die sehr begabte poetische Fantasie von Raoul Schrott, dann wird mir der Homer selber in dem, was 700 vor Christi möglich war, nicht klar genug. Ja, aber darum aber jedes ist es ja unsinnig, das eine für das andere zu ersetzen. Sondern jedes man Übersetzen stellt immer die alte Porträtistenfrage, wie hätten Sie es denn gern, schön oder ähnlich? Nein. Und das wird man auf allen Jahrmärkten auch der Zukunft entdecken. Also, ich habe noch eine Anmerkung oder eine Frage, da würde mich Ihre Meinung interessieren, wie Sie, weil ich habe mich gefragt, wie würde man denn eine Ilias-Übersetzung heute veröffentlichen? Wir sehen, wie das der Manesse Verlag gemacht hat, Prachtausgabe, Schuber, Illustrationen, Großformat, also ein ganz die das Lesevergnügen definitiv aber von Anton und Christian mitprägen. Ja. Die Frage ist, ob das ich hätte es mir anders gewünscht. Ich hätte es mir, also... Pietistisch als jemand, schlichter? Nein, gar nicht pietistisch schlichter. Wie, noch prächtiger Oasenziegenräder? Nein, es ist eher die Pracht. Die Pracht, also es ist ein Buch, das in einer, das wie eine Familienbibel daherkommt. Man kann das kaum... Es handelt sich um die Ilias. Ich weiß, aber man kann das nur am Tisch lesen. Das ist vielen Menschen wichtiger als die Bibel. Bin ich bei Ihnen, aber man kann sie tatsächlich buchstäblich nur am Tisch sitzend lesen. Das bestätigt mich sehr schön, und dass es ein Buch für Liebhaber ist. Und die nehmen auch ein schweres Buch in die Hand. Ja, aber ich hätte, falls der Manesse Verlag zuhört, nochmal sowas wie eine... So was wie eine Volksausgabe. Ich brauche zum Beispiel auch keine Illustration. Aber wenn, Volksausgabe? Ja, sowas, was nicht ganz so teuer ist und vielleicht ein bisschen handlicher. Soll ich Ihnen was verraten über die Verwertungsketten? Das wird über kurz oder lang als Taschenbuch erhältlich sein. Also das, glaube ich, wird jetzt kein Staatsgeheimnis sein, um Gottes Willen. Natürlich, solche Übersetzungen kommen früher oder später auch im Taschenbuch. Da heißt es sich wahrscheinlich noch zwei Jährchen gedulden. Aber wir wollen ja auch was vielleicht jetzt lesen. Und da muss man tatsächlich dann etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber bei der Kernerarbeit, die der Kurt Steinmann hier geleistet hat, finde ich das Frage, auch. Ohne Frage, ohne Frage. Aber Sie fanden die Illustrationen angemessen? Ich fand, dass Sie, das ist ja sehr heikel, nämlich wie operiert man da, dass Sie einen eigenen Duktus hatten, dass Sie eine eigene Bildwelt heraufbeschworen, die mir nicht contre coeur ging. Ich verstehe aber auch, wenn man da Einwände hat und sagt, das ist mir zu sehr Herr der Ringe-mäßig. Naja, die greifen das aus, was Herr Remtz mal im Nachwort beschreibt, dass es um Gewalt geht, um Gewaltdarstellung. Die greifen das Fleischige, das Zerfetzen von Fleisch, das Splittern von Knochen und so weiter auf. Das zeigen diese Bilder und diese Seite, nicht das Heroische, sondern das Gemetzel betonen die Bilder. Und das ist vielleicht ziemlich schlau gemacht doch. Ohne es ausführen zu können, aber es kommen ja in der Ilias die zärtlichsten Momente auch vor. Ich sag nur die Begegnung von Hector mit seinem Sohn. Mit seinem Sohn, der sich erschrickt vor dem Büschel da an seinem Helm, der Helmschüttler, ja, der den Helm abnimmt, damit sein Sohn sich nicht erschreckt. Und alle wissen, es wird kein Überleben geben für niemanden. Es gibt Tod und Sklaverei. Das ist eine der berührendsten Szenen in der Literatur. Und das steht in demselben Kontext, in dem... Und mit Tod und Vernichtung machen wir jetzt auch weiter mit einem der Romane, der für mich jedenfalls einer der großen Lichtblicke in dieser Saison ist, mit Daniel Kehlenschmanners Roman Till, vorgestellt von Insa Wilke. Ich mache Platz. So. Ja,
Till heißt der Roman, es ist aber kein Roman über Till Eulenspiegel. Trotzdem steht Till Eulenspiegel im Zentrum, absolut im Zentrum dieses Romans, weil ich glaube, die Figur, wie sie uns aus dem Mittelalter überliefert wurde, die Sprache dieses Romans bestimmt. Die Sprache ist nämlich quecksilbrig, die ist dämonisch, die ist manchmal scheinheilig einfach und alles in allem ist sie sehr raffiniert. Und so ist allerdings auch diese Figur Till Eulenspiegel von Daniel Kehlmann. Insofern ist sie ein perfektes alter Ego für ihn, weil er ja als Schriftsteller auch durchaus diese sardonischen Züge manchmal hat. Und er hat dann noch eins draufgesetzt und hat Till Eulenspiegel aus dem Mittelalter in die perfekte Umgebung versetzt, nämlich in die frühe Neuzeit, ins 17. Jahrhundert, genauer gesagt die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Zeit der Hexenverfolgung, aber auch die Zeit, in der die Literatur in deutscher Sprache entstanden ist und es eine Blütezeit der Wissenschaften gab, die allerdings durchdrungen waren vom Aberglauben. Und durch diese Epoche schickt Daniel Kehlmann seinen Till. Er gibt ihm noch eine Geschichte mit, eine Biografie. Sein Vater ist nämlich Müller und dazu noch ein sehr wissbegieriger Mensch über die Grenzen des Üblichen hinaus. Und deswegen wird er als Hexer hingerichtet. Und dieses Trauma der Hinrichtung ist letztendlich der Auslöser, der Till bei Daniel Kehlmann in die Welt hinaus katapultiert. Und wir folgen ihm nicht chronologisch, sondern Daniel Kehlmann springt die Zeitleiste hoch und runter mit seinem Till. Und das ist geschickt gemacht, weil er uns trotzdem ganz subtil führt. Also ein sehr witziges Mittel ist zum Beispiel ein Esel, der die Zeitstruktur organisiert. Irgendwann in der Mitte treffen Till und dieser Esel zusammen und von da aus kann man dann rückblickend und vorausblickend verstehen, wo man sich auf dieser Zeitleiste befindet. Also das ist alles sehr klug gemacht. Dazu ist es dann eben kein historischer Roman, sondern es ist eigentlich ein raffiniertes Stück über die Gegenwart, über die Wut der Volksseele, über den Hass auf Freidenkende, auf Andersdenkende und die Kunst, dem Fallen davon zu laufen. Also der Seiltanz spielt eine Sandra große Rolle. Kegel, warum zum Teufel ist ein Roman, der im Dreißigjährigen Krieg spielt und der eine Figur aus dem 13. Jahrhundert in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges transponiert, kein historischer Roman? Naja, das ist die interessante Frage. Dieser Roman nimmt sich ja bestimmte Episoden aus dieser Zeit. Es ist ein Spiel mit Historie und mit Fantasie. Und so wie er das immer wieder wendet, würde ich sagen, es ist nicht nur kein historischer Roman, ich würde sogar sagen, es ist kein Roman über den Dreißigjährigen Krieg. Es ist letztlich sowas wie es geht ihm nicht um eine historische Wirklichkeit, sondern um eine Wahrheit. Eine universelle Wahrheit, die er hier eigentlich schildert. Und deswegen, natürlich lernen wir viel aus der Zeit diese Apokalypse, die damals stattgefunden hat und diesen Kontinent eben von der alten in eine neuere Zeit katapultiert hat. Man kann auch viel reinlesen aus unserer Warte, obwohl dieser Roman sich natürlich jeglicher Aktualisierung entzieht. Es ist überhaupt kein Roman, den man mit heute vergleichen kann. Ich glaube, das Besondere ist letztlich, dass er ein Roman ist, der in seinem tiefsten Innern vom Erzählen handelt. Jetzt kann man sagen, jeder fünfte Roman handelt vom Erzählen. Aber er tut es auf eine besondere Weise. Und ich glaube, man kann damit auch erklären, inwiefern er brillant ist. Ich finde ihn tatsächlich brillant, aber nach den Maßstäben, die Daniel Kehlmann selber aufstellt. Nämlich ein Erzählen, das nicht experimentell ist, sondern ein Erzählen, das glaubt an die Kraft der Imagination. Also ein sehr klassisches, eigentlich sehr altmodisches Erzählen. Da gibt es am Anfang gleich eine Szene, in der Till mit einer kleinen Wanderkompanie auftritt und nur durch das Schwenken einer blauen Decke das Meer vorstellbar macht. Und das ist das Prinzip, nach dem dieser Roman gebaut ist, unter anderem. Und nach diesen Maßstäben ist er brillant. Itzhomar Mangold, Ihr Urteil über den neuen Kehlmann. Er ist, würde ich sagen, nicht nur nach den Maßstäben, die der Roman selber ins Spiel bringt, brillant, sondern es ist wirklich ein brillanter Roman. Und zwar der beste von Kehlmann. Und ich schätze Kehlmann sehr, aber da ist ihm nochmal was ganz Großes gelungen. All die Fragen, die diskutiert werden, werden berechtigterweise diskutiert. Ich habe auch nicht unbedingt Antworten darauf, aber ich würde auch sagen, ja, man kann immer so sagen, irgendwie, Sie sagten, er handelt aber in Wahrheit nicht von Till und nicht vom Dreißigjährigen Krieg, sondern von der Gegenwart. Überzeugt mich nicht so ganz, wobei ich total verstehe, warum Sie das sagen.
Weil wir plötzlich den Eindruck haben, leben wir selber auch wieder in so religionspolitisch aufgeladenen Zeiten, wo ein Wahn, ob nun von islamistischer Seite oder von trumpistischer Seite, den klaren Blick der Vernunft vernebelt. Ja, diese Parallelen kann man sehen, aber ich finde den Roman toll, weil er die überhaupt nicht forciert. Also noch nicht mal, eigentlich finde ich, bedient er sie noch nicht mal. Man kann es danach, wenn man liest, dann auch an die Gegenwart denken, aber das ist nicht, hat nicht den Eindruck, dass es die Intention ist. Die Frage, warum ist es kein historischer Roman, ja, würde ich auch sagen, weil das Ziel nicht darin liegt, einem ein genaues Bild des 30-jährigen Krieges zu vermitteln, aber gleichwohl ist, um zu der, Thema ist im Grunde ein Geschichtspessimist, der von der Sinnlosigkeit der Geschichte erzählt in einer sehr düsteren Weise. Und das allerdings tut er dann am Beispiel des 30-jährigen Krieges und ist darin überaus genau. Und das Witzige ist, Abraum halten, die diese Kriege produzieren. Man darf nicht, vergessen, die Verwesung zwischen 1618 und 1648 sind über 30% der deutschen Bevölkerung vernichtet worden. Das ist unvorstellbar. Wenn man das weiß, wundert man sich nicht mehr, warum unsere großen Barockdichter wie Gryphius alle solche düsteren Vergänglichkeitssonette geschrieben haben. Aber was ich sagen will, die Figuren aus dem 30-jährigen Krieg, wie zum Beispiel ich als Heidelberger finde das natürlich besonders schön, der Winterkönig, Kurfürst Friedrich der V., eigentlich Fürst der Kurpfalz, einer der Kurfürsten, nimmt die böhmische Krone an. Und weil er aber Calvinist ist und die böhmische Krone sonst immer durch einen Habsburger, also durch einen Katholiken besetzt worden ist, kommt die Parität im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen durcheinander. Die Parität zwischen Protestanten auf der einen Seite und Katholiken auf der anderen. Und die Kurfürst Friedrich war Calvinist. Man ihn warnt, dass er diese Krone nicht annehmen darf, weil er damit Krieg auslöst. Ja. Und er geht sehenden Auges in dieses Inferno. Aber warum die eigentliche Hauptfigur dieses Romans ist doch die englische Prinzessin. Ja, und die ist tatsächlich auch das Gegenüber von Till, finde ich. Ja. Das ist die eigentliche Spiegelfigur. Genau. Also Till hat eine sehr rührende Begleiterin. Lange Zeit Nele, aus dem Dorf auch ein Mädchen. Das ist eine rührende Geschichte in diesem Buch, aber die eigentliche Spiegelfigur ist diese kleine Liz, Elizabeth Stuart. Und, die ihren Mann in das Abenteuer reingejagt hat. Ja. Denn sie ist eine Königstochter, deswegen wollte sie für ihren Mann auch eine Königskrone. Es war für sie fast eine Mésalliance, nur einen deutschen Fürsten zu heiraten. Zu dem nicht unbeträchtlichen Vergnügen, und das muss man jetzt mal wirklich dick unterstrichen und rot markiert sagen, die Daniel Kielmanns Roman Till einem bietet, zählt ja auch die Wiederbegegnung mit ganz vielen historischen Figuren. Athanasius Kirchner, dem Winterkönig, seiner Frau Shakespeare selber, die Prinzessin erinnert sich nämlich an die großartigen Theateraufführungen an ihres Vaters Hofkönig Jakob. Aber auch nicht vergessen der Schwedenkönig Gustav Adolf, der einen riesig tollen Auftritt zusammenzimmert, diesem auch ein Schlagetotbauer, wie sie das vorhin in der Ilias sagten. Ja. So, aber es ist gleichzeitig ein so wunderbar poetisches Buch. Es ist wirklich ein seiltänzerisches Vergnügen. Der Daniel Kehnmann legt sich aus Worten das Seil, über das er hier tanzt. Und ihm ist hier, glaube ich, ein ganz großer Wurf unserer Gegenwartsliteratur gelungen. Und darauf kann man sich doch einigen. Was für ein schöner, versöhnender Ausklang diese Sendung. Aber schade, wir haben ja noch haben. Jeder, das werden wir nachholen. Wir haben ja noch jeder ein besonderes Buch, dem wir viele Leser wünschen, dass wir empfehlen wollen. Sandra Kegel, Sie machen den Anfang. Ich beginne. Nachdem wir jetzt so viel über Krieg und Tod und Apokalypse gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ein etwas leichteres, aber keinesfalls leicht fertiges oder leicht gängiges Buch mitzubringen, nämlich den neuen Roman von Joachim Meyerhoff, der unlängst erschienen ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch, Die Zweisamkeit der Einzelgänger. Das ist der letzte Band des großen Erinnerungsbogens von Joachim Meyerhoff, der seit 2011 an vier Romanen gearbeitet hat. Und was er macht, ist, dass er erinnernd rekonstruiert, um Vergangenheit aufzuschlüsseln und darüber hinaus auch mit den Toten, da haben wir es dann doch wieder, mit den Verstorbenen in Kontakt zu treten. Das sind berührende, komische, hochtraurige Bücher. Das letzte ist eine Komödie über einen jungen Mann auf der Suche nach dem intensiven Moment. Kann ich nur empfehlen. Und wer Meyerhoff bislang noch nicht in der Hand gehabt hat, kann gleich den ganzen Zyklus kaufen.
Und jedes Wort von Sandra Kegel ist wirklich wahr. Eines der ganz großen. Das freut mich. So, Itchoma Mangold, welches Buch möchten Sie empfehlen? Ich möchte, wir haben jetzt über so viel Belletristik gesprochen, ich komme mit einem Sachbuch an, weil die Sachbücher manchmal auch so toll erzählt sind, dass die Sachbuchautoren selber wie Erzähler erscheinen. Es ist mir dieses Jahr mit zwei Büchern, die mir viel bedeutet haben, so ergangen. Das eine von dem jungen Historiker Leonard Horowski, Das Europa der Könige. Und jetzt von Bernd Röck, der hat keine Ahnung, wie lange, der wird über ein Jahrzehnt an diesem Buch Der Morgen der Weltgeschichte der Renaissance gearbeitet haben. Uff, ich werde auch so lange dran lesen. Man wird auch sehr lange dran lesen, aber der erzählt diese Geschichte so packend, dass sie es wirklich wissen wollen. Und sie blättern jede Seite wie ein Page-Turner um, weil sie denken, jetzt, ich will endlich herausfinden, warum Europa irgendwann ab der Renaissance, ab der Neuzeit diesen weltweiten Vorsprung hat, obwohl es ja andere große Weltzivilisationen gab, die teilweise viel weiter waren als Europa. Und dann muss aber irgendwann in der Neuzeit etwas passiert sein. Und das zu erklären, ist natürlich ein Mysterium. Man kann die Sache auch anders sehen. Er wird auch angegriffen, der Bernd Röck, und ihm wird vorgeworfen, er sei eurozentristisch. Aber seine These ist, es gab einen Innovationsvorsprung, der etwas damit zu tun hatte, dass es eine größere Freiheit des Denkens, des Diskutierens, des Gegeneinanderstellens widersprüchlicher Meinungen gab. Und aus der nur ergibt sich dann ein schnelleres und ein innovativeres Denken. Und so begann die Neuzeit und insofern die europäische Hegemonie der dann folgenden 3 Jahrhunderte oder so. Heute ist es vielleicht wieder anders. Der Morgen der Welt von Bernd Röck erschien bei CH Beck. Mit Unterstützung, das sollte man bitte sagen, weil solche Bücher, die so ein gewaltiges Ausmaß haben, mit der Gerda-Henkel-Stiftung, denn sonst käme ein Buch dieser Sache gar nicht zustande. Insa Wilke, was empfehlen Sie? Ich empfehle David Constantine, Wie es ist und war. Ein Mann, den ich eigentlich als Dichter kannte, der lehrt in Oxford, der ist auch Übersetzer. Er hat Hölderlin, Goethe übersetzt, auch Leute wie Philipp Jacotet. Und die Erzählung habe ich jetzt das erste Mal auf Deutsch gelesen oder überhaupt das erste Mal gelesen. Der Kunstmann Verlag hat sich große Mühe mit dieser Ausgabe gemacht, leinengebunden, sehr schönes Papier. Und es sind Erzählungen, die ich unbedingt unter jedem Weihnachtsbaum sehen will, weil sie auf sehr besondere Weise von alten Männern erzählen. Die Literatur handelt ja oft von alten Männern, aber ich glaube nicht so wie das David Constantine. Sie? Ja, also ich habe eine große Schwäche für alte Männer. Aber bei David Constantine werden sie auch sehr, sehr gut erzählt. Es gibt eine erste Geschichte, die wurde 2014 verfilmt. Die erste Geschichte in diesem Buch. Der Film hieß 45 Years mit Charlotte Rampling. Charlotte Rampling hat dafür den Silbernen Bären bekommen und wurde für den Oscar nominiert. Eine Geschichte, die in einem anderen Land heißt und handelt von einem alten Ehepaar, in dessen eigentlich ganz friedliche Ehe die Vergangenheit einbricht, in Gestalt einer toten Frau, die aus dem Eis auftaucht durch die Gletscherschmelze. Und diese Frau ist die große Liebe dieses Ehemanns, an die er sich dann erinnert. Und wie David Constantine das schafft, wie ein Krakelee, die Risse in dieser Ehe zu beschreiben und zu zeigen, wie Kompromisse gelebt werden und wie traurig das ist, dass Kompromisse gelebt werden und gleichzeitig auch wie gut. Das ist ganz, ganz große, feinsinnige, leise Literatur und so sind die Geschichten in diesem Buch. David Constantine, Wie es ist und war, erschienen im Kunstmann Verlag. Und ich habe zum Schluss noch mal was ganz Besonderes, nämlich Anne Lister. Die erotische Biografie einer Frau, geboren 1791, gestorben 1840 in Großbritannien. Ein lesbischer Don Juan, der zu einer Zeit, als man in England die Existenz lesbischer Liebe schlichtweg negierte, hemmungslos durch die Herrenhäuser und die Betten toben konnte und Frauen serienweise flachlegte. Darüber schrieb die Dame in Geheimschrift ein Tagebuch, das umgerechnet 4 Millionen Wörter, etwa 22 Bände, enthalten würde. Und die Angela Steidle hat nun eine höchst amüsante, teilweise brüllend komische, teilweise allerdings auch sehr, sehr nachdenkliche Biografie über diese, die Wette gilt, Gestalt, von der wir im 21. Jahrhundert noch sehr viel hören werden, geschrieben. Anne Lister, eine erotische Biografie. Sie trug ein Amulett, in dem sie die Schamhaare ihrer Eroberungen verwahrte. Das simuliert hier das Titel. Sehr schön bei Mattes und Seitz. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Ich darf mich bedanken bei meinen Gästen, Sandra Kegel, bei Insa Wilke und bei Itchoma Mangold und bei Ihnen für Ihr Interesse. Schönen guten Abend.